Und da geht es weiter. Wir wollten 3 Stunden schlafen und ich hoffe, man hört den Krankenwagen nicht. Wahrscheinlich schon, wenn dann nicht davon stören lassen. Mir geht's gut. Ah, ich habe das Fenster auf. Das ist gut, dass ich das Fenster auf habe. Und es ist auch gut, dass die Sirene nicht ausgeht. Ich hoffe nicht, dass man es hört. Ist sehr unpraktisch für dieses Spiel. Passt gar nicht rein. Weniger als 1 Stunde. Na, dann schlafen wir halt noch nur. Können wir schlafen? Können wir nicht. Schade. Ich glaube, wir müssen uns zum Timberwolf Mountain aufmachen. Und ich, ja, ich habe so große Lust, dass, puh, ja, haha. Verlassener Aussichtsturm. Berghütte. Berghütte. Danke kleiner Spoilerei in den Kommentaren, weiß ich, dass es die Berghütte ist beim Timberwolf. Also wenn ihr nicht wollt, dass ich was weiß, dann nicht schreiben. Aber ja, habe ich mich ja gefragt, ne, ob es die ist. Hatte ich mich das gefragt? Ich hatte mich gefragt, was das überhaupt ist am Timberwolf Mountain. Oh. Kann er bei so einem Wetter nie raussehen. Nee. 1 Stunde noch. Ich gebe uns noch 1 Stunde. Vielleicht ist es dann besser. 1 Stunde. 1 Stunde. Oh, ich habe was zu erzählen übrigens. Haha, ist ja eigentlich passiert, weil ist ja schon ein wenig Zeit vergangen und so. Ach, und ich erzähle so gerne euch interessante Sachen über mein uninteressantes Leben. Es ergab sich die Situation, und jetzt bitte nicht aufschreien, aber das gehört zu der Story dazu. Oh, wie geil. Das ist geiles Wetter. Wir haben Durst, egal. Kann gerade nicht drauf reagieren. Es ergab sich die Situation, dass ich eines Tages nach Hause wollte. Und hier unten vor meiner Wohnung ist ein großer Park. Groß, naja, so groß ist er nicht, ist halt ein Park. Es ist eigentlich sehr schön, dass da ein Park ist. Ist wirklich toll. Hat man ja auch nicht immer. Und ist halt so schön, ne? Wenn ich hier rausgucke aus dem Fenster, dann sehe ich halt den Park. Und ich wollte, bevor ich in diesem Park gibt es mehrere Pokémon-Stops. Also so eine Pokéstops, wo man so Bälle und so Pokémon-Bälle bekommt. Und manchmal spawnen auch ein paar nette Pokémon. Und ich wollte einfach nochmal, bevor ich nach Hause gehe, oder nach Hause komme, besser gesagt, ja, dass ich da nochmal durchgehe, weil so weit ist es nicht. Und gehe da so lang und nehme den einen Stop mit und den nächsten Stop mit und gehe dann so um, das wie so ein kleiner Weg und dann bin ich da ein bisschen, und da stehen halt viele Bäume und gehe dann diesen Weg lang und dann war der Baum auf einmal weg. Also ich hatte dann freie Sicht und dann sehe ich da einen kleinen, für mich war das wirklich ein kleiner Junge. Ich hoffe, ich konzentriere mich auch genug. Ein kleiner Junge, der da mitten auf so einem Schotterweg lag, vor dieser Baustelle, die hier hinter dem Haus ist. Und dann dachte ich mir, na nü, ist er gerade vielleicht einfach hingefallen? Passiert ja Kindern mal, dass man hinfällt. Und habe aber gesehen, dass er wirkte dann eigentlich näher. Sage mal, Ella, dein Ernst? Das sind kleine Hügel. Dann genauer hingeguckt und habe dann gesehen, der ist nicht hingefallen, der wirkt ein bisschen bedröppelt. Und dachte mir, vielleicht war ein sehr, sehr heißer Tag. Wie geil, wie die Sonne aufgeht, wie gut. War ein sehr heißer Tag und dann dachte ich mir, naja, vielleicht ist der Kreislauf ist ihm nicht gut bekommen. Habe ich schon ein paar Mal erlebt, gerade hier im Park, dass vor meinen Augen dann irgendjemand umgekippt ist. Also, ne? Dachte mir, okay. Bin hingegangen zu ihm und meinte so, hallo, hallo, so geht's dir gut? Und er hat mir einfach nicht geantwortet und ich wollte ihn dann halt an der Schulter anfassen. In dem Moment ist er aber, oder ist er aufgestanden. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist er wirklich gerade immer noch bedröppelt und will einfach nicht mit mir reden, weil ich fremd bin. Ne? Heute, ist ja auch nicht schlimm, gar kein Problem. Und dann ist er aufgestanden und beim Aufstehen habe ich schon bemerkt, wie er rumgetorkelt ist. Und eigentlich, ich hätte es in dem Moment eigentlich schon riechen müssen, da ich selber keinen Alkohol trinke, hätte ich es eigentlich riechen müssen. Ich war irgendwie von der Situation so, ich war kurzzeitig sehr überfordert und wusste nicht, was ich machen soll. Und er ist
rumgetorkelt und ich dachte doch ehrlich gesagt erst, ich habe ihn die ganze Zeit angesprochen und meinte, hallo, so, alles okay und kannst du Deutsch? Das muss man hier schon fragen, weil er hätte auch so aus Polen kommen können. Ist halt eigentlich gang und gäbe. Dass das hier auch natürlich polnische Jugendliche hier mal in dem Park sich verirren. Warum denn nicht? Deswegen habe ich gefragt, ob er Deutsch reden kann. Und er hat einfach nicht reagiert. Er hat auch immer nur die Augen so gerollt, so ganz komisch, ganz lethargisch. Und ist von mir... Oh Gott, ihr konnt nicht, ihr habt vergessen, es tut mir leid. Ah! Nein! Oh Gott, das meine ich mit nicht mich konzentrieren. Oh Gott, nee, ich werde das haben. Und ich konnte gerade nicht, konnte ich schon wieder nicht schießen. Ich habe vergessen nachzuladen, ne? Geht's mir gut? 77%? Alter! Meine Güte, ja, es war nicht nachgeladen, ne? Puh! Oh! Oh, ich war mir... Oh. Ich will doch nur was erzählen, aber wenn... Oh Gott, geht's uns gut? Es geht uns, es ist alles eigentlich okay. Wir müssten da nur schlafen, das ist gar kein Problem. Oh Gott, mein Herz, ich bin schon wieder... Oh, wie er da um der Ecke kam, diese blöde Vieh. Und er konnte nicht schießen. Ach, es tut mir leid, Leute. Sorry. Warum verliert er Blut? Ich habe ihn nicht mehr angeschossen. Auf jeden Fall, der Junge. Wir waren beim kleinen Jungen stehen geblieben. Ich mache einfach weiter, als ob eine Schwere. Der kleine Junge. Und ist von mir weggestolpert. Und ich wollte nicht, dass er weggeht, weil ich gemerkt habe, mit dem stimmt irgendwas nicht. Und in dem Moment kam ein Ehepaar mit ihrer kleinen Tochter vorbei. Und die haben mir und haben gleich und haben halt diese, also erst den sozusagen entgegengestolpert. Und der Mann hat ihn sozusagen, ja, ich würde sagen, halb aufgefangen beim Entgegenstolpern. Und dann haben sie mich angeguckt und ich habe versucht, denen die Situation zu erklären. Und dann meinten sie, sie helfen mir, weil ich muss sagen, der Junge war etwas korpulenter. Und ich glaube, alleine hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft, den irgendwo hinzusetzen. Und wir wollten den dann hinsetzen und beim Hinsetzen. Du Arsch von Wolf. Ich würde dich am liebsten eigentlich töten. Eigentlich halt genug Kugeln, um dich zu töten, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich könnte man ihn töten, ne? Dann könnte ich wenigstens normal laufen. Wenn ich verschieße, haben wir die Arschkarte, ne? Ich komme mir gerade irgendwie schräg vor, wenn ich ehrlich... Also schräg meine ich mit... Wir haben es ihnen heimgezahlt. Es tut mir leid, Wolf. Ja, und die haben mir dann geholfen, den Jungen hinzusetzen. Wie gesagt, der war nicht leicht. Zum Glück haben die mir geholfen, weil er hat dann habe ich erst angefangen, so ein bisschen die Situation zu realisieren und habe halt mitbekommen, dass er so dermaßen nach Alkohol gestunken hat, aber so nach so puren Alkohol. Ich weiß, wie es ist, wenn Leute Alkohol trinken, wie das riecht, aber das irgendwie, er hat gerochen, als ob er in Spiritus gebadet hat oder so. Das hat so ekelhaft gerochen. Das ist irgendwie ein bisschen laut gerade. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie schlimm das gerochen hat. Und er hat auch wirklich, der saß nicht mal eine Minute da. Und wir haben ihm versucht, so ein bisschen, wir wollten nicht erst die ganze Zeit immer so weggenickt. Das war super gruselig. Und wir wollten, dass er wach bleibt. Und auf einmal fing er an... Er hat sich dann übergeben. Und zum Glück standen wir halt da und haben ihm geholfen. Der hätte, ganz ehrlich, da sind in dem Moment, wo ich in den Park gegangen bin, waren da so viele Leute. Es war schönes Wetter. Bei schönem Wetter sind immer super viele Leute im Park. Kann sein, dass ich dachte, wir müssen uns immer rechts halten, aber nun gut. Ich glaube, da sind ein paar Leute an dem Jungen vorbeigelaufen und wäre eine Minute später gekommen, hätten vielleicht ist ja bis hierhin gerannt, anscheinend. Hätten ihn vielleicht das Ehepaar, hätte ihm neu geholfen, aber der wäre, tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber der wäre in seiner eigenen Kotze erstickt. Es wäre einfach so gewesen. Wenn selbst, der hat so getalket, der wäre nach den nächsten drei Schritten selber wieder umgefallen. Und ich muss ja sagen, an sich, ich hatte ein bisschen Mitleid mit ihm und das war auch wirklich nicht einfach, weil ich bin so ein überempfindlicher Mensch, was die Rüche angeht und auch die Frau.
Und selbst ihr Mann, der musste sich wirklich das Würgen verkneifen, weil mussten ihn ja halten, wir mussten den Kopf halten, ihn halten und dass er nicht umkippt und dass er nicht erstickt. Und muss man halt den Kopf halt so hochhalten, wie bei einer stabilen Seitenlage, die wir bei ihm nicht mal hinbekommen haben, weil wir haben uns einen abgekrebelt. Das klingt total blöd und man denkt sich vielleicht, hättet euch anstrengen können. Wir haben uns so angestrengt, das ging bei dem Jungen einfach nicht. Und wir waren dann froh, dass wir ihn in der Lage hatten, dass er halt, wenn er sich hätte nochmal übergeben müssen, was er auch gemacht hat, er daran halt nicht erstickt und haben ihn halt das auch, ja, ist egal. Ich muss ja nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall war das so eine krasse Situation. Ich war so froh, dass auch dieses Ehepaar mir geholfen hat dabei. Und haben natürlich einen Notarzt und alt geholt. Im Endeffekt war der Kleine 15. Der sah zwar wirklich jünger aus, aber er war 15. Kann es sein, dass wir, ich weiß, dass wir dahin gehen, wo wir aus der Höhle kamen eigentlich? Da war doch ein Bär, oder? Ach nee, Quatsch, wir kamen ja von da hinten. Ich bin gerade völlig falsch. Egal. Ja, und ja, der 15, der sah jünger aus, aber er hatte sogar noch so ein, wie so ein Whiskyglas im Rucksack. Und das hat er bestimmt irgendwo mitgehen lassen. Aber wenn er fragt mich, welche Bar ihm Whisky oder ganz starken Wodka oder Alkohol verkauft, ey, ganz ehrlich, war so schlimm. Ich musste danach auch, also erstmal musste ich diesen ekelhaften Geruch loswerden. Ich habe mir dann Tigerbalsam unter der Nase geschmiert, weil ich bin diesen Geruch einfach, dieser Geruch von diesem Übergebenen und dem Alkohol, ist so ekelhaft, so schrecklich, dass, oh, Himmel, Herrgott, ich weiß, warum ich keinen Alkohol trinke. Ich habe, nee, oh Gott, oh Gott. Also nee. Und, also wirklich. Und, keine Ahnung, ich fand die ganze Situation einfach schrecklich. Irgendwie habe ich auch Mitleid mit dem Kleinen, irgendwie auch nicht, weil ich mir denke, warum macht er das denn? Vielleicht hat er sich aber, ich meine, man war ja selber jung und man hat sich selber vielleicht auch mal übernommen. Ich habe auch mal zu viel Alkohol getrunken, als ich mal Alkohol getrunken habe. Ah, hallo, Höhle. Waren wir hier? Wir waren hier. Irgendwie. Ich laufe einfach mal weiter. Wo ist denn nochmal der Timmerwolf-Mount? Sind wir hier richtig? Ich weiß gerade nicht genau. Ich rede gerade so viel. Ja, auf jeden Fall, das war sehr kurios, die Sache. Aber ich wollte es euch mal erzählt haben. Vielleicht, ja, ich weiß ja nicht, ob ihr auch schon mal so eine Situation hattet, wo ihr jemandem geholfen habt, der sonst vielleicht, ja, dem irgendwas passiert wäre. Aber war schon krass. Das war also einer so Situationen, wo man. War auch nicht das erste Mal, dass ich einen Krankenwagen und sowas holen musste. Aber irgendwie war das alles sehr komisch. Sehr krass. Oh Mann. Oh Mann. Der hat bestimmt eine richtig schöne Alkoholvergiftung gehabt. Tja. Ich hoffe einfach nur. Wir laufen gerade dahin, wo wir immer hinlaufen, wenn wir mit Karl kämpfen. Bin ich gerade verwirrt? Nee, ne? Eigentlich nicht. Müssen wir. Nee, nach da müssen wir nicht. Wir waren doch beim ersten Mal, sind wir doch auch hier lang gegangen, oder nicht? Oder? Ich habe schon wieder null Ahnung. Es tut mir wirklich ganz doll leid. Ich weiß nicht mehr, wie wir zum Timberwolf Mount kommen. Lass mich mal ganz kurz inne gehen. Aber wir haben uns doch immer rechts gehalten. Doch, wir müssen hier richtig sein. Da hinten ist die Stelle mit Karl. Und da ist ein Wolf. Ich muss mich mal kurz. Und so? Eigentlich könnten wir ja alt abmurksen, was uns in den Weg kommt, ne? Bei den ganzen Kugeln, die wir haben. Ach, was das für die Eltern? Es muss super seltsam und traurig für Eltern eigentlich sein, wenn da so ein Anruf aus dem Krankenhaus kommt. Ja, ihr Sohn ist hier mit der Alkoholvergiftung.
Bestimmt nicht so gut. Bestimmt sehr unschön. Wurden wir hier nicht letztens auch schon von einem Wolf angegriffen, der unverhofft hinter einem Berg vorkam? Ich will nicht triggern. Ich mag es nicht, auf Wölfe zu schießen, wenn die rennen. Da werde ich panisch und kann nicht schießen. Wir haben Appetit. Herr Wolf. Geht jetzt da seine Runde oder? Da hinten ist noch ein Wolf. Ja, ist ja gerade Wolfmania hier, oder wie? Aber wir müssen hier lang, oder? Manchmal muss ich sagen, manchmal wünschte ich mir, ich würde das streamen. Und da würden so ein, zwei Personen zugucken, die einfach mal nur Ja oder Nein sagen. Das wäre toll. Würde ich mir gleich ein bisschen sicherer bei der ganzen Sache vorkommen. Und wenn ich jetzt den einen Wolf erschieße, trigger ich sofort den anderen Wolf, weil er das hört? Oder gucke ich so viele Zombie-Sachen? Apropos gucken! Was ich mit meiner wenigen Zeit angefangen habe, war eine neue Serie zu gucken, die mir der Chris empfohlen hat, weil der Chris weiß, dass ich auf sowas unheimlich stehe. Nämlich so diese Mischung aus. Ich mag, muss sagen, da ich gerne Stephen King lese, mag ich so diese 80er, 70er, 80er Jahre. Stehe ich unheimlich drauf, finde ich super. Zwar sind die neueren Stephen King-Bücher ja auch halt in der heutigen Zeit sozusagen geschrieben, aber. Ja, es hat irgendwie, hat es einen ganz besonderen Stil, muss ich sagen. Und diese Serie heißt Stranger Things und ich kann die wirklich nur jemand ans Herz legen, der so diesen 80er-Jahres-Stil mag, der Beyond Two Swords mag. Also erinnert viel auch daran. Die haben ja auch ehrlich gesagt zugegeben, die Macher, dass sie sich auch an Silent Hill ein bisschen orientiert haben. Was wirklich ziemlich cool ist und wenn man. Ja, wenn man Silent Hill kennt, dann freut man sich über so ein paar kleine Dinge, die da so vorkommen. Nee, jetzt nicht. Halte durch. Und die Serie ist wirklich richtig gut. Die hat leider nicht so viele Folgen, aber man muss ja auch erstmal gucken, ob die Leute drauf anspringen. Hier war doch noch ein Wolf. Wo ist denn der? Man kann ja mal nicht gleich auf blauen Dunst 20 Folgen produzieren. Ja, Stranger Things kann ich wirklich nur empfehlen. So eine gute Serie. Das glaube ich, ist Netflix exklusiv. Oder so ähnlich, wie sich das auch immer nennt. Ein Traum ist die Serie wirklich so. Das könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Deswegen lese ich auch. Deswegen lese ich auch dieses. Das Wolf! Ich wollte mir gerade mein Pony aus dem Auge machen. Deswegen lese ich auch so, oder lese ich die Stephen King-Bücher auch so weg. Die gehen mir so leicht von der Hand, weil ich diese Themen auch so unheimlich mag. Auch so ein bisschen paranormale Sachen. Also, ihr müsst auch paranormale Sachen mögen für die Serie. Wenn ihr da eher so ein Verfechter davon, nee, an sowas glaube ich nicht seid, dann eher nicht. Wisst ihr, dass ich null Ahnung habe, was ich hier mache? Kann es das sein, dass ich richtig bin? Ich glaube, ich bin richtig. Die Häuser da. Ich glaube, da hinten ist da nicht irgendwo ein Seil. Muss mich mal kurz ein bisschen konzentrieren hier. Sollte nichts mehr erzählen. Ja, wir sind richtig, oder? Ja, wir sind richtig. 2:09 zu flüstern. Ich habe null Ahnung, wie ich es gerade geschafft habe, hierher zu kommen. Kam mir beim ersten Mal komplett anders vor. Ja, das ist das Seil. Ach, du Heilige, wir müssen die Wölfe töten. Die gehen mir auf den Sack hier. Wir sind auch nicht bei so 4%. Bei 80 geht ja noch. Wie bin ich eigentlich von 77 auf 80 hoch? Hielt die sich automatisch? Ich habe keinen Bock, von einem Wolf angegriffen zu werden, wenn ich ehrlich bin. Aber da ist ja auch ein Häuschen mit Tür. Da dürften die uns eigentlich nichts tun, weil die können ja keine Türen aufmachen und da reinrennen. Ja, wir sind richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Wunder, ein Wunder. Okay, der Wolf geht wieder runter. Gut. Sehr gut. Und ich weiß, dass wir gleich Sachen ablegen müssen. Und da ich die Hoffnung habe, dass wir hier gar nicht reinkommen. Ach du Heilige. Da liegt Holz. Sehr gut.
Ich glaube, es gibt ja keinen anderen Weg, oder? Aus dem Timberwolf Mountain wieder raus? Tülülü. Ich würde gerne eigentlich ein bisschen schlafen, muss ich sagen, aber. 9 Stunden Tageslicht. Ach du Heilige. Mach ich denn jetzt? Was ist denn eigentlich mit uns? Haben wir Durst? Was? Ich bin schon wieder fröstelnd und Appetit. Fröstelnd. Ich sollte mal, bevor ich da hingehe. Vielleicht. Ich weiß, wir haben Brandbeschleuniger, ne? Den hätte ich mal benutzen können. Vielleicht mir noch ein bisschen was Warmes machen. Vielleicht schaffen wir das ja sogar bis dahin. Vorher muss ich Sachen ablegen, das weiß ich selber. Sonst können wir nicht klettern. Und ihr werdet die Zeile oben nicht sehen. Das eine leichte Tortur ist, diese Facecam so einzustellen, wie ich die haben möchte bei OBS. In diesem Format einzustellen. Dass die mit dem Rahmen. Oh, wir haben es geschafft. Dass das mit dem Rahmen auch passt. Ein Buch. Ein Stock. Ein Tannenholz und Zedernholz, komm. Passt schon. Jetzt würde ich mir gerne noch was zu essen warm machen. Nee, einen Kaffee nicht. Brauchen wir noch nicht. Ne. Ach so, ich könnte mal. Warte mal. Mach mir mal eine Tasse Kaffee. Kaffee. Hagebuttentee. Ich mach mir den mal einfach warm. Dann trinke ich den, dann halt auch ein bisschen Durst weg. Und mir wird warm bei. Ist vielleicht jetzt gar nicht so schlecht. Wo ist denn die. Achso, die Teetasse ist ja hier drin. Kalt, heiß. Trinke ich. Und was essen. Das mache ich mir auch warm. Doch, wir haben eine Errungenschaft. Naturheiler. Sieht man? Die sieht man nicht. Die sieht man in OBS nicht. Okay. Hat man die gesehen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die sieht man nicht, weil Steam nicht zu der Spielaufnahme gehört, sondern zu der Bildschirmaufnahme. Wir haben gerade Naturheiler bekommen. Was auch immer Naturheiler war. Ich glaube, das war mit. Mann, konzentrier dich, was auch immer du hier machen möchtest. Naturheiler war, sich mit sämtlichen Kräutern mal zu heilen. Also mit Hagebutten, Luckpudding oder so. Okay, krass, dass er das hier doch übernimmt. Okay, wusste ich nicht. Interessant. So, Tomatensuppe, Ahoi. So, die essen wir jetzt. Und dann beende ich erstmal die Aufnahmen und dann im nächsten Part werden wir. Uns geht's gut. Wir werden im nächsten Part aussortieren. Mach mal, ich will nicht, dass die Zeit vergeht. Die brauchen wir nämlich gerade. Ich hoffe, die Zeit reicht noch, dass wir da hinkommen bis zu dem Wrack. Ich kann. Bis zu dem Wrack. Bis zu dem Haus. Ich denke schon an dieses Flugzeugwrack. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie es da war. Im Timberwolf Mountain. Ach je, ach je. Aber vorher muss ich sowieso aussortieren. Das wird die schlimmste Aufgabe, die wir je gemacht haben. Und ich hoffe, in der Zeit greift uns kein Wolf an. Wir haben es bis hierhin geschafft. Ich bin schon sehr stolz auf mich, muss ich sagen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss.